Ja, die Linke in Sachsen ist zum vierten Mal in Folge die zweitstärkste Kraft in Sachsen geworden. Und das Ergebnis ist ein klarer Auftrag für uns, die Opposition zu sein. Und die ist hier groß geschrieben, also mit großen Buchstaben. Es hat sich im Wahlkampf gezeigt, dass wenn es in Sachsen eine Partei gibt, die die CDU herausfordert, dann ist es die Linke mit Rico Gebhardt. Wir waren die Herausforderer für das schwarze Sachsen. Und wir werden den Auftrag gerne wahrnehmen, dort als Opposition weiterhin kompromisslos zu sein bei der Aufdeckung von Missständen, uns stark zu machen für eine sozialökologische Gerechtigkeitswende in Sachsen und für längeres gemeinsames Lernen in Sachsen. Für SPD und Grüne enthalten die Wahlergebnisse auch bundespolitisch ein interessantes Signal, weil das Abschneiden von beiden Parteien und die gesamte Situation zeigt doch eins: Es lohnt sich eben nicht, auf Platz zu spielen. Und es ist eine falsche Entscheidung, den Lagerwahlkampf zu scheuen wie der Teufel das Weihwasser. SPD und Grüne haben sich klar entschieden, in Sachsen nicht auf eine Wechselstimmung hinzuarbeiten. Das hat natürlich die CDU mit gestärkt. Und wir meinen, das war ein klarer Fehler. Und von dieser strategischen Schwäche von SPD und Grünen hat auch die sächsische CDU profitiert.